Wie viele Endertrachen können gleichzeitig in einer Minecraft-Welt existieren? Viele würden jetzt sagen, nur einer, aber ich habe auf dem Crafttech-Server einen zweiten Drachen erschaffen, ihn eingefroren und versucht, in die Overworld zu bringen. Aber wie und warum habe ich das überhaupt getan? Erfo hat das erste und einzige Drachenei bekommen, nachdem wir den Drachen zum ersten Mal besiegt haben und will es mir nur schenken, wenn ich ihm etwas genauso Seltenes gebe. Also besorge ich ihm einen ganz eigenen Drachen. Alles begann mit der Enderöffnung, bei dem sich alle Crafttech-Teilnehmer getroffen haben, um das erste Mal ins End zu gehen und den Drachen zu fighten. Oh, gestern wünsche ich euch frohes Endhunting! Wer ist der Erste? Let's go! Stipp wer? Okay, go! Überraschenderweise ging das alles auch ziemlich schnell vorbei, aber während alle drauf waren, das Drachenei zu bekommen, habe ich mich lieber direkt umgesehen, wo das Endgateway spawnt, um so schnell es geht, eine Elytra zu bekommen, da eh viel zu viele andere Spieler hinter dem Ei her sind. Naja, allerdings waren 8 Jahre Minecraft-Erfahrung nicht ausreichend, um eine Enderperle durch das Portal zu werfen. Oh mein Gott! Der geht so grauenhaft. Wegen diesem kleinen Zwischenfall war ich dann doch nicht so schnell wie erhofft, weshalb ich ein paar Leute hinter mir hatte, die alle einen Weg von mir gebaut haben wollten. Junge, irgendjemand läuft hier noch mit mir. Veto, wenn du jemand vertrauen kannst, dann mir. Schau doch. Wo wollt ihr hin? Soll ich noch ein bisschen weiterbauen? Ey, passt schon. Während ich den Weg hier für Basti weiterbaue, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, denn nur 1% der Leute, die meine Videos schauen, haben mich auch abonniert. Und hol dir gerne meine neuen Badline Cosmetics über den ersten Link in der Videobeschreibung für 10% Rabatt. Danke. Kein Problem. Naja, jedenfalls bin ich dann Basti aber auch schnell wieder losgeworden, als er in die erste End-City wollte, welche ich aber geskippt habe, da ich schon gesehen habe, dass es dort keine Elytra gibt. Kurz darauf erschien die Nachricht im Chat, dass er für das Advancement The Next Generation bekommen hat, was man erhält, wenn man das Drachenei im Inventar hat, und da ich danach keine weitere Nachricht von einem anderen Spieler sah, musste er für das Ei immer noch haben. Bevor ich ihn aber treffen konnte, brauchte ich noch eine Elytra, und so kam es dazu, dass ich nach Crafttech 8 und Crafttech 9 endlich zum ersten Mal von allen Teilnehmern eine Elytra hatte. Pam. Einmal Mending, einmal Untracking. Ja, jetzt geht's richtig los. Das hatte mich daran erinnert, dass ich im letzten Crafttech ein Seed zu dem damaligen Drachenei hochgetradet habe und dass ich was ähnliches wieder machen kann, um an das Ei zu kommen. Du hast ja das Drachenei bekommen letztens. Ja klar, das habe ich. Willst du mir das geben? Warum sollte ich? Naja, also ich kann dir halt auch was dafür geben. Okay, also du willst einen Handel machen? Genau, also ich will unbedingt das Drachenei. Okay, das Ding ist halt, das Drachenei ist halt übertrieben selten. Es gibt's halt nur einmal. Deswegen müsstest du mir was geben, was wertvoller ist. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwas gibt. Ja, okay, ich überlege mir was, okay? Und von da an sah der Gameplan folgendermaßen aus. Vor kurzem wurde eine Möglichkeit gefunden, die Flugbahn des Drachen so zu manipulieren, dass er eingefroren wird und sich so nicht mehr bewegen kann. Wenn man diesen Drachen dann weit genug weg von der Hauptinsel bewegt, spawnt automatisch ein neuer Drache, da Minecraft denkt, dass der erste Drache nicht mehr existiert. Wenn man diesen Drachen dann besiegt, öffnet sich das Portal zur Overworld, aber man hat immer noch den ersten Drachen, den man eingefroren hat im End. Diesen Drachen kann man dann angeblich durch das aktivierte Portal schieben und er spawnt in der Overworld, welchen man dann einfangen kann. Und genau das habe ich jetzt vor, um ihn gegen das Drachenei von Erfurt zu tauschen. Okay, also als erstes brauchte ich Gastiers, Enderpearls, Place Powder und Glass, um mir 4 Crystals zu craften, die ich zum Respawn des Drachen benutzen werde. Außerdem benötigte ich noch etwas Obsidian, denn um den Drachen bewegungsunfähig zu machen, muss man an 12 bestimmten Punkten über der Endinsel Blöcke setzen. Wir müssen hier kurz fürs Video eine kleine Abbaumontage machen. Nachdem ich dann alle Obsidian-Blöcke an die korrekten Koordinaten gesetzt habe, die ich euch auch in die Videobeschreibung geschrieben habe, musste ich nur noch den Drachen ganz normal respawnen, alle Crystals auf den Turm kaputt machen und auf den Drachen warten, bis es sich nicht mehr bewegen kann. Juhu, er ist stuck. Ja, wir brauchen jetzt noch ein paar coole Aufnahmen hier für das Video. Haha, lol, ich kommentiere eh alles nach. Okay, das reicht. Den eingefrorenen Drachen wollte ich auch direkt Hugo zeigen, aber unter anderem auch, weil ich seine Hilfe brauchte, um den Drachen so weit wie möglich von der Insel wegzubewegen. Naja, das Ganze hat sich etwas verzögert. Fällt dir irgendwas auf? Ja, der Ender Dragon ist gefangen. Digga, Veto, ich hasse dich. Warum? Hast du jetzt mich gefangen? Ich sterbe! Aber weißt du, was lustig ist? Wir kommen halt jetzt nicht mehr raus. Ah, das ist ja echt lustig. Außer wir verschieben den Drachen woan. Ich sterbe. Junge. Ja, wir müssen den halt jetzt durch dieses End-Gateway schieben. In dieses Portal? Jo. Warum mache ich das jetzt mit? Ja, du hättest ja nicht mitkommen müssen. Was ist, wie ich da hochfliege? In den Rhein? Ja. Na, kannst du den bitte... also, in Ruhe lassen? Schlussendlich haben wir es dann aber doch geschafft, den Drachen über das Endgateway zu schieben, womit wir ihn 1000 Blöcke wegteleportieren wollten. Bevor wir das aber machen konnten, ist dann auch das hier passiert. Ich bin so ein Vollidiot. Okay. Bitte, helf mir. Digga, ich dachte, ich hätte Raketen. Wichtiger kam uns dann noch zu Hilfe und wir hatten einen Plan, wie wir Hugo retten könnten. Okay. Okay. Wann soll ich abbauen? Ich bin ready. Ja, okay. Okay, dann baue ich ab. 3, 2, 1, jetzt. Ich hab Lauf. Das ist gut. Du kannst eigentlich. Geh mal raus. Jetzt, ich sag dir. Warte. Ich würde sagen, jetzt. Loot! Warte! Loot! Geh raus! Nein! Nein! Oh!
nein, nein, nein. Naja, irgendwie hat das dann auch nicht so ganz funktioniert. Egal, zurück zu dem Drachen. Unglücklicherweise hat sich dann aber herausgestellt, dass der Drache sich nicht durch das Endgateway teleportieren lässt. Und die einzige logische Lösung für das Problem hier war dann, den Drachen mit einer Flying Machine manuell die ganzen 1000 Blöcke über das Void fliegen zu lassen, was dann auch noch etwas gedauert hat. Als der Drache dann safe gepackt war, flogen Wichtiger und ich zurück zur Hauptinsel, um zu sehen, ob wirklich ein zweiter Drache spawnen wird. Und nach einiger Zeit, als ich schon dachte, dass mein ganzer Plan nicht klappt, ist das hier passiert. Oh! Er ist da, Vito! Jo! Er ist da. Ja, okay. Wir will den killen jetzt. Ja, den kannst du wegmachen. Auch dieser Drache wurde durch die 12 Blöcke eingefroren und wir konnten ihn ganz einfach besiegen, damit das Portal zu Overworld wieder offen ist. Jo! GG! Ja, jetzt Portal offen wieder. Als das erledigt war, holte ich den ersten Drachen auf dem gleichen Weg mit der Flying Machine zurück zur Hauptinsel, um ihn durch das Portal zu schieben, damit er vorhin sich in seine Base bringen kann. Bevor ich das machen konnte, wurde ich aber von ein paar anderen Craft-Tech-Teilnehmern unterbrochen, die sich den Drachen anschauen wollten. Bist du mal ins End kommen? Wieso bist du in einer problematischen Situation? Nein, aber der Drache. Was ist mit dem? Das kann ich jetzt nicht erklären. Ich bin hier wirklich in einer ganz, ganz konzentrierten Situation. Ist es das so 1000%? Es ist wirklich worth it, gerade herzukommen. Veni, du... Ich unterbreche jetzt für dich meine Korallenaktion. Ich komme. Das ist halt wirklich krass. Das ist wirklich, also, du kannst damit jetzt halt geile Sachen aufbauen. Er ist einfach fix montieren. Als die Besucher weg waren, konnte ich endlich weitermachen und versuchen, den Drachen durch das Portal zu schieben. Das Problem dabei war bloß, dass anscheinend auf dem Craft-Tech-Server Boss-Mobs nicht durch Portale geschoben werden könnten, weshalb vorher das mit dem End-Gateway auch nicht ganz funktioniert hat. Ich schaute noch einmal im Singleplayer nach und wiederholte alles genauso, wie ich es auch in Craft-Tech getan habe, und da kam ein Drache auf der anderen Seite raus. Ich hatte jetzt zwar einen Drachen gefangen, den ich eher verschenken konnte, allerdings war das noch nicht so ganz besonders genug, also überlegte ich mir noch etwas Besseres. Und da ich sehr intelligent bin, kam ich auf die Idee, dass es doch möglich sein sollte, einen zweiten Drachen parallel zu dem zu erschaffen, den ich schon habe. Okay, das klingt jetzt vielleicht etwas verwirrend, aber ich erkläre kurz den neuen Plan. Erstens, ich schiebe meinen bereits gefangenen Drachen wieder 1000 Blöcke weg von der Hauptinsel. Zweitens, ich respawn den zweiten Drachen mit Crystals. Drittens, ich lasse diesen Drachen wieder einfrieren, wie ich es schon vorhin mit Wichtiger getan habe. Viertens, anstatt ihn zu töten, schiebe ich diesen Drachen ebenso 1000 Blöcke weit weg. Fünftens, dadurch spawnt ganz natürlich ein dritter Drache, den ich dazu benutze, um das Portal wieder zu aktivieren. Und schlussendlich sechstens, ich schiebe meine beiden zuvor gesaveten Drachen zurück zur Insel, womit ich nicht nur ein, sondern gleich zwei Drachen eingefroren habe, die zur gleichen Zeit nebeneinander existieren. Ich glaube, das sollte jetzt auch jeder verstanden haben. Also ja, das machen wir jetzt. Zwar hatte ich nun die beiden Drachen beieinander, aber ich wollte unbedingt noch etwas darum bauen, damit es auch schön aussieht und die beiden Drachen nicht nur so sinnlos in der Luft rumschweben. Also baute ich zuerst zwei verschiedene Feuerarten, die die Drachen spalten. Wie haben die das gemacht? Die haben da zwei Drachen eingesperrt. Naja, das hätte auch alles sehr cool aussehen können, aber nach einem Server-Restart entschied sich einer der Drachen gar nicht mal mehr so bewegungsunfähig zu sein und zerstörte mehrere Stunden Arbeit innerhalb von Sekunden. Davon ließ ich mich aber nicht aufhalten und benutzte eine andere Methode, um den Drachen an einem Ort festzuhalten, die ich einmal in diesem Video hier vorgestellt habe. Und daraufhin baute ich um die beiden Drachen noch ein paar Strukturen, um sie besser zu präsentieren. Und dann war es schon an der Zeit, er vor seine beiden Drachen zu zeigen. Okay, ich habe meine Augen geschlossen. Real Talk. Soll ich schauen? Ja, yeah, du kannst schauen, wenn du willst. Ist das jetzt meine? Das ist deine, also beziehungsweise das beide sind deine. Alter, geil, Mann. Ist das geil? Ja klar, gehören die mir jetzt mir oder was? Da steht Air Force Papa. Da steht's wirklich. Okay, sag, ist das geiler als das Drachenei? Ja, auf jeden Fall. Also bekomme ich das? Ja, ja. Weil einfach braucht die Scheiße eh nicht. Ey, dankeschön, danke für das Drachenei. Das kommt hier rein. Gerne den Kanal abonnieren und Like da lassen für mehr solcher dummen Videos. Und jetzt noch das letzte Craft-Tech-Video rechts unten anschauen. Bye, bye.